Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Magis. Heute habe ich euch eine Geschichte mitgebracht, die sich nicht um die Bibel dreht. Und auch nicht um irgendjemand, den ihr kennt. Sondern um eine kleine Fee. Die kleine Fee lebte auf einem Planeten und sah jeden Abend die Erde. Und träumte davon, irgendwann mal fliege ich auf die Erde. Und das hat sie sich geschworen. Und hat immer wieder gesagt, die Erde muss so schön sein. Deshalb muss ich da irgendwann mal hinfliegen. Eines Tages baute die Fee sich eine Rakete. Eine Rakete, die sie zur Erde bringen sollte. Und die sie selbst gebaut hat. So gut, dass alles funktioniert. Dass eine Hülle drum war, dass genug Treibstoff drin war, dass ein Steuergerät drin war und alles, das gut funktioniert ist. An dem Tag, als die Fee die Rakete fertig hatte, sah ein Kobold zu. Und Kobolde sind meistens böse und wollen anderen nichts Gutes. In der Nacht, als die Fee schlief, kam der Kobold an die Rakete und zerstörte einen Teil der Rakete. Riss Teile der Ummantelung ab. Morgens stieg die Fee auf aus ihrem Bett, kam zu ihrer Rakete und sah, oh nein, ein Teil der Rakete ist kaputt. Wie soll ich denn irgendwann mal zur Erde kommen? Aber die Fee merkte, das ist gar nicht so schlimm, was passiert ist. Ich werde trotzdem weiterkommen. Ich komme zur Erde. Ich erfülle mir meinen Traum. In der nächsten Nacht kam der Kobold wieder, sah sich die Rakete an und dachte, was kann ich denn jetzt kaputt machen? Und riss das Steuergerät ab. Morgens wachte die Elfe wieder auf, kam zur Rakete und sah, oh nein, irgendjemand Böses war wieder da. Und machte wieder was kaputt und machte das Steuergerät ab. Aber dies lässt mich nicht erschüttern. Ich komme trotzdem zur Erde. Ich bin mutig und versuch's trotzdem. Ich bin mutig und stark. Es wurde wieder Nacht und der Kobold kam wieder und dachte so, hihihihi, ich lass die Elfen nicht zur Erde fliegen. Hihihi. Also kam der Kobold wieder und riss die Zündschnur ab. Am nächsten Morgen kam die Elfe wieder zu ihrer Rakete und dachte so, oh nein, meine Rakete ist jetzt fast ganz kaputt. Was soll ich denn machen? Ich habe keine Hülle mehr, beziehungsweise nur noch ganz wenige Teile. Meine Zündschnur ist weg. Mein Steuergerät ist weg. Oh nein. Das ist ja doof. Aber die Elfe hat sich nicht entmutigen lassen und hat gesagt, ich komme immer noch mit zur Erde. Es wurde wieder Nacht. Und ein letztes Mal kam der Kobold. Was hat er gemacht? Er schnitt den Tank auf und leerte den ganzen Treibstoff aus. So, dass am Ende nichts mehr in der Rakete drin war.
sodass die Elfe eigentlich nicht mehr zur Erde fliegen kann. Der Kobold hatte sein Ziel erreicht. Der Traum der Elfe schien gescheitert. Am nächsten Morgen kam die Elfe zu ihrer Rakete, sah, dass der Treibstoff geleert war und war sehr traurig. Die Elfe hat sich gedacht, oh nein, mein Traum ist jetzt zerstört. Ich kann nicht mehr zur Erde fliegen. Nichtsdestotrotz ist sie in ihre Rakete gestiegen, hat den Motor angemacht, hat gehofft, dass durch ihren Mut und ihre Stärke, ihre Glaubenskraft, die Rakete angefangen hat oder anfängt zu fliegen. Und plötzlich fängt wieder Treibstoff an zu fliegen. Und die Elfe fliegt nicht weg. Doch, jetzt. Und wie ihr seht, am Ende muss man nur mutig und stark sein und sich vor nichts fürchten, um an euer Ziel zu kommen. Das sagt auch die Bibel. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Bis zum nächsten Mal.